Hi Leute, willkommen zu einer neuen Runde League of Legends mit mir, dem Krokodok Top. Wir zocken heute mein Main Renekton mal wieder auf der Top Lane. Ich bin hier irgendwie spät dran, ich war gerade noch kurz unterwegs. Ich muss mal sein Shield hier brechen. Ich war gerade kurz noch unterwegs und bin jetzt hier ein bisschen spät gekommen, habe die ersten Minions gemisst leider. Jetzt habe ich mal sein Bone Blating gebrockt, okay. Und das wusste ich gar nicht. Es sieht so aus, als würde das Bone Blating nicht brocken, wenn er sein Shield noch abhat. Wenn er sein Shield noch abhat. Ja, ich weiß nicht, ob er das traden will. Ich habe nämlich Sustain und er nicht. Ich habe drei Pots dabei. Ja gut, er hat auch Pots dabei. Aber er spielt hier ultra aggressiv. Ja. Und jetzt laden wir noch mal ein bisschen Rage auf. Und dann würde ich sagen, gehen wir ihn mal an. Leute, ich misse hier die Last jetzt. Wir spielen heute mit Nimbus, Cloak und Ghost. Dann kann ich ein bisschen Speed aufnehmen. Ja, da habe ich ihn jetzt mal ein bisschen aus der Lane getradet. Ich zünd mal noch mal einen Pot, damit ich healthy bleibe. Und ja, dann gucken wir mal, wie das wird. Wir haben den Rammus beim Gegner, bei den Gegnern im Jungle. Das ist ein bisschen kompliziert, weil nachher werde ich halt gar kein Damage mehr machen, wenn er das Cannon haben will. Ah, da habe ich meine Rage in mein E verwendet, statt in mein W. Also das war boosted von mir. Das hätte ich besser machen müssen. Und er hat TP dabei, okay. Ja, kein Ding, dann gehen wir nochmal kurz back, holen uns nochmal ein zweites Langschwert und schon mal, ja, die Komponenten für den Tiamat. Und es wäre eigentlich wichtig gewesen, dass ich ihn da early kill. Aber ist leider nicht gelungen. Egal, er hat jetzt halt wieder drei Pots und ich habe meine zwei verbraucht. Dafür habe ich, ja, mir ein bisschen Armor gekauft, er sich dafür Rüstung. Ah, das wird schwer gegen Malphite. Also, killen können wir ihn nicht so easy. Aber vielleicht wird es da trotzdem was. Genau, ja, und ich habe Nimbus Cloak und Flinkheit dabei. Und Ghost. Und dann kann ich mit dem F den Turbo zünden. Wir holen uns nachher auch noch einen Yomus Ghostblade. Mal gucken, wie es läuft, wenn wir nicht tanky gehen müssen. Und dann können wir da auf jeden Fall gut Stress machen. Er hat jetzt hier sein W verwendet. Das heißt, ich kann gleich mal reingehen. Den kleinen Trade. Ah, da habe ich die Steuerungstaste wieder gedrückt. Da muss ich mich jetzt ein bisschen zurückziehen mit seinem W. Er gibt uns hier ganz schön mit. Easy outtraded, da waren unsere Cooldowns gerade wieder ready. Ich pushe das Ganze nochmal schnell aus. Und gegen Malphite möchte ich jetzt eigentlich nicht die Lane so lange in die Länge ziehen, sondern ich möchte schnell beenden. Ja, mein Rage-Management hier überhaupt nicht on point. Ich bin die ganze Zeit kurz vor 50% Rage und dann, ja, whatever. Leute, egal. Wir pushen hier mal schnell nochmal eine Wave aus. Ist ja zum Glück keine Cannon-Minion-Wave. Das heißt, wir werden da das Ganze schnell reingepusht kriegen. Jetzt hier, hier und mit dem E-Auto-Hit-Reset und dann geht's wieder back in die Base. Ja, und jetzt habe ich ihn doch early gekillt. Das ist ganz gut. Mein Team macht hier schon mal Drachen. Finde ich scheiße, so early Drachen zu machen. Bin ich gar kein Fan von. Weil ihr seid dann einfach weg von der Lane. Und soll ich mir Schuhe holen? Oder ich glaube, ich hole mir ein bisschen Leben. Weil Malphite burstet halt, aber hat jetzt nicht so viel Sustain Damage. Also so viel Damage über Zeit. Und deshalb denke ich, ist es ganz gut, wenn ich mir ein bisschen Leben hole. Ja, wenn ihr so früh Drach macht, dann seid ihr von der Lane weg. Jetzt gehen hier die Fights und währenddessen sterben hier ohne Ende Waves. Ah, Rammus schon ein bisschen tanky. Ja, Syndra. Ja, da war sie ein bisschen slow. Egal. Wir gehen gleich nochmal drauf. Wir sind, glaube ich, voll im Level 6. Weil er hat ziemlich viele Minions gemisst. Wir traden einfach nochmal Hardcore rein. Und versuchen, schneller Level 6 zu werden. Und dann, denke ich, können wir da was machen. Ich pit hier mal den Minion ein bisschen. So, jetzt bin ich Level 6. Ja gut, er wird jetzt halt auch Level 6, aber vielleicht kann ich ihm kurz noch einen Trade unterm Tower mitgeben. Scheiße, da habe ich einen Tower gefressen. Das war unnötig. Ihr habt also das Renektons W ist mit 50% Rage durchbricht das Schilde. Das ist ganz witzig und da kann man den einen oder anderen Gegner mal überraschen. Okay. Er will mich poken, aber sein Q macht halt gar kein Damage, wenn er tanky geht.
Ja, pff, interessiert mich nicht, ob er mich da ein bisschen hittet. Leute, wir müssen ihn surely, lang, also slowly but surely langsam aus der Lane ekeln, weil wir haben halt Sustain und er nicht so viel, obwohl er jetzt halt Pots dabei hat. Aber wenn wir dauernd die Waves in seinen Tower treiben und er viele Last Hits misst, dann, ja, auf kurz oder lang gehen wir dann ahead aus der Lane. Und vielleicht können wir hier mal ein bisschen Towerblade pushen. Ich mach mal ein, wenn er nämlich Auto-Attack, dann kriegt er Minion-Aggro. Genau. Und ihr seht, ja gut, so viel Damage kriegt er nicht. Ist halt ein Malphite, ne? Okay, Rammus nicht in der Nähe, das ist ganz gut. Ja, und wenn ich halt die Waves immer weiter in seinen Tower so reintreibe, dann geht halt irgendwann sein Mana aus. So, da habe ich mir schnell ein Towerblade gesnackt. Jetzt mache ich gleich noch meine Tiamat-Q-Kombo. Ihr könnt euren Tiamat mit dem Q canceln. Ah! Ja, nicht so, wie ich es gerade gemacht habe, Leute. Aber egal, es ist zwar so, dass Malphite einen so langsam aus der Lane poken will und dann mit der Ulti auf einmal reingeht, aber wir haben ja auch eine Ulti, die uns einen Burst an Leben gibt. Dann können wir dem so ein bisschen entgegenwirken. Ich hole mir hier mal die Pflanze. Die Scarlet Crab lasse ich mal, weil ich muss oben weiter Druck machen, damit er die Wave dann nicht in meinen Tower reingepusht kriegt. Ja, und wir haben ihn jetzt schon langsam so ein bisschen outfarmed. Und ja, er skillt halt besser als wir. Wir zünden Ghost, Leute. Easy. Den holen wir uns auch noch, wenn er mich auffasst. Wird's gewartet, bis sein, schon wieder nicht so gut mit meiner Rage gehaushaltet. Ah, Leute, ich bin einfach nicht on point. Boah, ich werde hier geminionblockt. Wenn er jetzt von hinten so reingeht kommt, dann kann ich da vielleicht was machen. Olaf auch jetzt topside. Naja, nee, ich will die Wave hier schnell auspushen und dann weggehen. Nicht, dass der Malphite jetzt kommt und mich auf einmal umholzt oder so. Das Blade wird auch nicht fallen bis dahin. Leute, wir haben 73 Farmen, der Malphite hat 46 und jetzt holen wir uns Black Lever. Und wenn wir das früh fertig kriegen, dann können wir die Rüstung, die er sich kauft, gleich mal wieder negieren. Und er investiert dann halt in Stats, die ihm dann nichts nützen, weil wir sie ihm wieder wegnehmen. Unser E reduziert, unser zweites E reduziert die Rüstung auch nochmal um 37,5%, unser Black Lever. Also, wenn wir mit Rage das zweite Mal durch den durchgehen, das zweite E mit Rage reduziert seine Rüstung um 27,5%, Black Lever nochmal 54%. Das heißt, wir nehmen ihm gute 50% weg. Und wir müssen auch auf jeden Fall über den letzten Atemzug nachdenken. Den lasse ich nicht einfach so for free back. Wobei, wäre dumm, da jetzt back zu gehen. Hat er wahrscheinlich sowieso nicht vorgehabt. Wenn der Rammus... Nein, die Botlane fällt. Wenn der Rammus jetzt bei mir oben ist, kriegt mein Team halt Drake for free. Ja, und die Trades gewinnen wir halt, weil, wie gesagt, zum tausendsten Mal jetzt, wir haben Sustain und er hat halt keinen. Ich guck jetzt mal noch, dass ich das Towerblade krieg. Wenn er mich Auto-Attack, kriegt er Minion-Aggro. Und ihr seht, ihr müsst einfach nur traden gegen Malphite. Weil, ja, er ist extrem Mana-intensiv. Boah, unten auf der Botlane fallen die ganze Zeit Kills und Drake geben jetzt ab. Das ist ein bisschen doof. Ja, und es sieht jetzt ein bisschen braindead aus, was ich hier mache. Aber so müsst ihr das halt machen, weil ihr habt nicht wirklich Kill-Pressure auf den. Okay. So, jetzt hat er keinen Mana mehr. Kann nur noch dumm rumstehen. Und wenn er weggeht, wir fangen hier gleich mal an, die Wave wieder zu hitten. Wir laden ein bisschen Rage auf. Wir gehen dann nochmal rein. Easy peasy. Habe ich jetzt nicht kommen sehen, aber wir sind strong, Leute. Wir haben den richtig schön outfarmed. Und ja, wir machen weiter Stress. Er hat kein Mana mehr. Wenn er mich Auto-Attack, kriegt der Minion-Aggro. Seht ihr?
Na gut, macht jetzt nicht so viel aus. Oh, jetzt kriegt er auch noch einen Tower Shot. Ich glaube. Psst. Alter, Motorrads draußen. Ja, und er muss jetzt seinen TP wieder verwenden, um auf die Lane zu kommen. Wir sind 30 Farben vorne. Und wir gehen jetzt nochmal schnell weg, holen uns das Black Lever fertig. Und dann holen wir uns Magic Resist Boots, also Mercury Treads. Weil dann haben wir ein bisschen Resistenzen gegen seinen magischen Schaden und auch gegen den Rammus. Und dann können wir weniger lang getauntet werden. So. Eieiei. Die Dragonfights am Stissel, der Olaf oben am Herald. Finde ich worth einen Drachen für Herald, zumal wir ja schon einen Drachen bekommen haben. Also nicht so schlimm, da einen wegzugeben. Alles gut, alles gut. Ich benutze mal mein E, um wieder schnell auf die Lane zu kommen. Und dann erhalte ich den Druck einfach aufrecht, warum der Varus da als immobiler ADC überhaupt hinläuft. Weiß ich nicht. Aber Leute, passt schon. Ja. Okay, Merlfight jetzt oben auf der Top-Lane, immer noch. Ich glaube, wir gehen gleich mal mit einem Doppel-E rein und nehmen ihm mal ein bisschen Rüstung weg. Und dann wird er nämlich dumm gucken. Weil wir auf einmal Damage machen. Und er denkt sich, was, ich bin doch mega tanky und ich mache dann trotzdem so einen Schaden. Jetzt muss ich langsam aufpassen, dass der Rammus nicht kommt. Sieht irgendwie so aus, als würde der Rammus kommen. Leute, wir sind ja richtig fast, Mann. Das ist ja übel geil. Sie hat uns da getroffen mit ihrem Stun und wir haben sie trotzdem platt gemacht. Also das macht Laune. Leute, die Gegner kommen hoch und wollen uns hier killen. Weil wir hier die ganze Zeit Druck machen, aber wir holen die dann einfach mit ab. Wir hitten mal wieder den Tower ein bisschen. Geben ihm nochmal einen kleinen Trade mit. Boah, sein E reduziert unsere Attack-Speed da schon deutlich. Also das habe ich gemerkt, Alter. Ich stand kurz da und konnte mich gar nicht mehr bewegen. Ja, und das Spiel geht weiter. Er wieder low on Mana. Ja, ist jetzt nicht so eine spaßige und so eine strategische Lane, aber Leute, darum geht's jetzt nicht. Wir wollen gewinnen. Jo! Oh! Jetzt dachte ich gerade, ich misse das Minion da. Da flasht er lieber. Okay, kein Ding. Dann pushe ich vollends aus. Und gehe nochmal eine Runde back. Während der Rammus oben die Wave cleart, holt sich Olaf den Buff. Als nächstes holen wir uns ein bisschen Lifesteal, weil dann kann der halt... Eieiei. Dann kann der Merlfight halt nichts mehr machen, weil wir healen uns dann einfach hoch und er hat nicht genügend Burst, um uns umzuholzen. Aber der Rammus hat jetzt 6, 2, 4 und er geht halt voll auf Rüstung, also das wird auf jeden Fall nicht spaßig. Das wird richtig scheiße gegen Rammus. Aber mal sehen, was wir machen können. Leute, aber die Attack-Speed, schreibt's mal in die Kommentare, das ist echt geil, oder? Die Movement-Speed mit dem Ghost und dem und der Flinkheit und so. Das macht auf jeden Fall Laune. Wir traden hier mal nochmal rein. Rammus kommt jetzt wahrscheinlich nach oben. Wenn nicht, dann ist mir auch egal. Jetzt könnte der Rammus halt kommen, okay. Wisst ihr, was passiert ist, Leute? Es wäre ein Double Kill geworden. Wisst ihr, was passiert ist? Das scheiß E von Merlfight hat meinen Attack Speed reduziert und dann dachte ich, ich Auto-Attack ihn kurz und kite dann noch ein bisschen weiter. Und dann habe ich meinen Auto-Attack unterbrochen, weil ich einfach so slow zugeschlagen habe, Mann. Das ist richtig broken. So eine Scheiße. Das wäre ein Double Kill geworden.
Egal. Vielleicht kann der Pike hier jetzt was machen. Malphite hat halt gar keinen Mana mehr. Kein Flash, keine Ult. Okay. Hätte eh nichts genützt. Wenigstens habe ich den dann low genug gebracht, dass der Pike da jetzt den finishen konnte. Alter, das wäre das Outbreak des Monats gewesen, Mann. Solche Plays mache ich normalerweise, aber ist eh hier unterschätzt. Dumm gestorben, aber kein Ding, Leute, kein Ding. Das habe ich echt lange gespielt. Und dann wollte ich den Malphite, war ich auf den Malphite getunnelt. Ich hätte auch einfach den Rammus, der neben mir stand, dann wehen können. Dann hätte ich da wenigstens noch mal ein bisschen Lifesteal und so drauf gekriegt. Aber ja, whatever. Solche Plays passieren, da darf man sich nicht zu lange aufregen. Rammus jetzt in der Mitte, das heißt, ich pushiere mal nochmal eine Wave. Drake ist ab, die sollten da jetzt nicht zu offensiv spielen. Okay, ich glaube, so langsam wird der Malphite ballsy, weil er halt jetzt so langsam Armor kriegt. Aber wir haben Lifesteal. Kann ich jetzt mal Auto-Attack. Seht ihr? Sehr gut, mein Team macht Work unten. Ja, und wir machen immer weiter, immer weiter, immer weiter. Stress. Okay, jetzt machen wir mal kurz keinen Stress weiter. Jetzt kommt Rammus bestimmt gleich an. Den flash ich über die Wand an. Tschüss, ich bin weg, Rammus. Geil, Alter, das macht ja richtig Bock. Normalerweise mit Renekton ist mal ein kleines Opfer, wenn so ein Rammus da ankommt. Und mit Ghost verziehe ich mich da einfach. Richtig lit, Alter, richtig lit. Als nächstes holen wir uns den letzten Atemzug. Gleich mal early, bevor wir da gar nichts mehr machen gegen die ganze Rüstung von denen. Und ja, vielleicht machen wir auch so. Ja, nee, wir wollen die Armor-Pen ein bisschen früher haben. So, ich hole mir jetzt mal nicht noch mehr. Jomus überspringe ich jetzt mal, weil das gibt mir halt ein bisschen Lethality und die wollen ja, so wie es aussieht, sowieso fighten. Leute, mein Team macht in der Mitte Stress. Malphite auf der Botlane. Ich habe den Kane hier mal vom Backporten abgehalten. Vielleicht kann ich ihn nochmal abhalten, wenn er da oben jetzt Backporten will. Vielleicht will er hier backporten. Dein Team hat einen Inhibitor zerstört. Mein Team macht Work, Leute. Mein Team macht Work. Ich finde es auch gut. Die viele Runden, die ich hier mit Renekton spiele, so random die Gegner übel schnell. Jetzt nicht unbedingt. Ich renne da mal hin. Vielleicht kann ich noch ein bisschen aufräumen. Okay, mein Team räumt alleine auf. Gut, dann gehe ich mal ein bisschen Jungle Camps clearen. Verdient, Leute, verdient. Terminiert. Das will ich mal sehen. Ah, okay. Malphite kommt gerade so weg. Egal, dann pressure ich hier den Tower mal ein bisschen. Solange die sich noch auf die Mitte konzentrieren. Da muss ich schnell weg, bevor er mich unter dem Tower tauntet. Da falle ich dann nämlich relativ schnell um.
Schade, habe ich den Tower nicht mehr gekriegt. Passt schon. Leute, wir stehen 6-1. Wir haben 200 Farm nach 22 Minuten. Der Malphite hat 150 Farm. Haben wir also ganz gut gemacht. Und ja, ich push noch mal eine Wave hier. Und dann gehe ich weg. Leute, ihr könnt Wave Clear, die Wave Clear Combo mit Renekton geht eh. Tiamat Q und mit dem E wieder raus. Weil ihr könnt nämlich mit dem Q die Tiamat-Animation canceln. Dann geht das Ganze richtig fix. Oder ihr macht Auto-Attack Tiamat Q. Dann macht ihr da noch ein bisschen Auto-Attack-Damage. Und die Burst-Combo geht. Hier geht. Moment, jetzt hole ich mir kurz einen Last Whisper, bevor ich das erkläre. Oder zumindest mal die Komponenten. Oh. Wir sollten da jetzt nicht alle sterben. Die Damage-Kombo, die geht E rein, Auto-Attack W. Dann kennst ihr das W mit eurem Tiamat. Ja, da fällt Rammus um, weil er halt keine Magic Resist hat. Das W mit eurem Tiamat. Und dann könnt ihr Auto-Attack Q machen und wieder rausgehen. Oder ihr cancelt, was ich gerne mache, das W mit der Ultimate. Also E rein, Auto-Attack W. Dann kennst ihr das W mit der Ultimate. Und dann könnt ihr einen Auto-Attack Tiamat Q, also wie auch beim Wave Clear Tiamat Q machen. Und dann kriegt ihr da auch richtig schön viel Damage raus. Könnt ihr halt nur machen, wenn die Ultimate ab ist. Ansonsten kennst du das W mit eurem Tiamat. Ja. Ich clear mal oben nochmal eine Wave. Ich zeig's euch mal. Tiamat Q und dann macht ihr beides gleichzeitig. Ups. Habe ich jetzt das W aus Versehen gemacht. Das wollte ich so nicht. Wir bleiben hier auf der Top-Side, die sollen ruhig da Drachen machen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen langweilig, wenn ich hier mich nicht an den Teamfights beteilige. Ich renne jetzt nur mal weg von dem... Okay. So, Ult-Cancel. Gut, wenn zwei bei mir oben sind, dann kriegt mein Team Drache, wollte ich sagen. Olaf war da ganz out of position. Leute, macht jetzt Drachen! Wie sieht's aus? Ich hole mir noch mal ein bisschen mehr Magic. Ja, wobei, Magic Resist, die machen schon irgendwie Damage. Boah, wenn der den jetzt klaut. Eieiei. Leute, lauft ein bisschen auseinander, der macht Flächenschaden. Und dann auch noch so ein Mountain Drake, dann werden die noch mehr tanky. Ja, nee, ich hol mir das hier. Da habe ich nochmal ein bisschen Rüstung, ein bisschen Magic Resist und nochmal Lifesteal, der... Ja, die haben sich jetzt alle Bramble Vests geholt, okay. Aber es reduziert ja... Nur um 40% unser Healing. Ulti! Ulti! Nein! Gerade war die Ulti ab. Ich glaube, ich zünd mal wieder den Turbo. Ich habe halt keine Ultimate. Das ist ein bisschen doof. Okay. Ich habe keine Ulti. Ich zünd mal Ghost. Dann komme ich da ein bisschen weg. Dann heal ich hier ein bisschen hoch. Und dann gucke ich mal, was ich machen kann. Ja, aber der Malphite macht so langsam auch Damage. Komm, wir pushen die Botlane, wenn die da jetzt Baron. Die machen keinen Baron. Nein, er hat den Varus angegriffen. Easy, Leute, easy. Nein, er hat... Triumph dabei. Ja, Olaf, du hast ein, ja, scheiße, jetzt geht's halt los, dass die auf einmal tanky sind. Boah, ich hab gar nichts ab. Gegner wurde getötet. Sauber, sauber. Malphite beteiligt sich hier nicht an den Teamkämpfen.
Das Random Q. Wir machen einfach Baron, würde ich sagen. Ah, wobei die uns halt schon wombohnen können. Wie spielen wir das? Boah, lauf doch nicht so weit vor, Junge. Outplayed, ich glaube, ich habe den Malphite da unten sehen. Nee. Da kam sie zu mir auf die Botlane. Mein Team muss mal was machen jetzt. Ja, unlucky, unlucky. Ich kann jetzt halt gar nichts mehr machen. Scheiße, die outscalen mich. Die sind viel zu tanky. Senna wird auch relativ tanky, habe ich irgendwie das Gefühl. Die HP hat sie. Nein! Hä? Why? Warum sollte man da nochmal reingehen? Leute, ich habe Ghost ready. Ich muss mal gucken, dass ich den Damage von denen fokus und nicht so in der Frontline drin stehe. Okay. Okay, sie muss da wegflashen. Ich reduziere die Armor, Leute. Ich reduziere die Armor. Ich zünd Ghost. Ich zünd Ghost. Ich zünd Ghost. Leute, ich renne über die ganze Map. Ich habe immer noch Ghost ab. Guck mal, wie schnell ich bin. Mal gucken, wie viel Moonspin Speed. 500. Easy peasy, Leute. Easy peasy. Ja, ich habe da richtig krass die Armor von denen geschreddet. Ich hoffe, ihr habt's gesehen. Jetzt pushe ich schnell für den Inhib. Die kann mir, glaube ich, nicht so viel. Ich habe jetzt ein bisschen Armor wenigstens gekauft, weil sie ja viel Lethality hat. Der Ramos kommt damit 8 Sekunden wieder. Aber den Inhib würde ich gerne pushen. Aua, aua, lass mich. Also der Pike, ich weiß nicht, was sein Plan ist. Leute, was macht er denn? Er hat sich ein bisschen Lethality gekauft, der macht überhaupt keinen Damage an den Gegnern. Scheiße, da bin ich nicht mehr losgelaufen. Was holen wir uns als nächstes? Wir holen uns nochmal Cooldown Reduction. Jetzt haben wir 30%. Dann können wir unsere Fähigkeiten öfter machen. Und die Armor von denen öfter schredden. Leute, wir müssen hier einen picken. Rein jetzt! Ezreal ist nicht da.
Ja, Ramos alleine sollte sich da besser verziehen. Ja, warum haben die denn so Angst? Warum haben die denn so Angst? We need to destroy the backline and then it's free. Ja, vielleicht ist auch Scheißgelaber von mir. Nein, aber. Weil, wenn die Frontline halt übel in unserem Face steht, was wollen wir dann machen? Leute, ich habe leider keinen Ghost abgehabt. Das Geile ist halt auch mit Ghost, dass ihr richtig schön kiten könnt. Wie machen wir das? Wir müssen. Ja gut, jetzt geht halt das Makro-Late-Game los. Und wenn da einer mal Scheiße macht, dann ist halt gleich vorbei. Wenn die sich jetzt zum Baron orientieren, dann gehe ich mal auf die Botlane, dann gehe ich halt Spit pushen. Okay. Warte hier mal. Ja, und jetzt kommt halt das Late Game, was mit Renekton, wo ich immer sag, don't engage. Lauf hier Braindead weiter. Der Ramos hat bis jetzt jeden Drachen geklärt, das ist ein bisschen unlucky. Go, 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 go! Leute, was ist das? So unfair. Die haben drei Mountain Drakes, Mountain Soul und sind Malphite und Malphite und Ramos. Leute, wenn wir da durchkommen, dann ist gut. Ich hole mir jetzt noch mal ein bisschen Magic Resist. Und mehr Healing. Dann kann ich deren Reduction ein bisschen gegenhelfen, gegenwirken. Und selber. Und dann habe ich nochmal 20% Cooldown Reduction. Ah. 46 Minuten geht das Ganze schon. If. Leute, was soll man machen? Ich hoffe, dass ich durch meinen Split-Push hier die ein bisschen ablenken kann. Boah, kann ich jetzt mal weg? Ich hoffe, dass die jetzt nicht alle zu mir kommen.
Leute, unsere Tower stehen noch und so. Das ist ganz okay. Aber mein Team fällt die ganze Zeit. Alter, das ist ja größer als in meinem Video. Wie viel Ammo hat der? 888. Na gut, der hatte halt Mountain Drake. Okay, ich facetank hier ein bisschen. Leute! Keine Chance. Wir haben gar kein Damage gemacht, Leute. Die haben einfach zu viel Armor. Da haben sie uns leider outscaled. Ich habe im einen oder anderen Teamfight habe ich ein bisschen gefailed. Und hier bestimmt auch gerade. Da bin ich, ja, hätte ich ein bisschen ruhiger spielen sollen. Aber was sollen wir machen? Ich meine, wir haben hier 1500 HP, 1700. Gut, er hat 3000, sie hat 2200. Und hier einfach die Tankmonster. Ja, unser Kane hat da leider smite. Dreimal hat er sich den Dragon wegsmiten lassen. Alter, das ist riesengroß hier. Wie viel Armor hat er denn mit seinem Shield? 888 immer noch. Nur. Hat er eigentlich nur drei Items, ja. Ja, aber ich meine, was soll man machen? Hier, er kriegt gar kein Damage. Tank Malphite einfach broken. Leute, ich verlinke euch mal mein Tank Malphite Video am Ende hier. Dann könnt ihr euch das reinziehen. Das ist ganz witzig. Da mache ich auch so einen riesen Slowfield, aber ja, was soll man hier machen? Seht ihr, also, wir haben halt so wenig Leben alle, dass wir nebenbei sterben. Die haben alle so wenig Leben, also meine Mates, dass wir halt nebenbei sterben. Dass die halt nebenbei sterben. Also, die Tanks, die haben halt extrem viel Grundschaden auf ihren Fähigkeiten und so. Und eigentlich, wenn man genug Lifesteal hat oder Resistenzen oder Leben, dann kann man den Burst halt aushalten und dann kann man ein bisschen was machen. Aber ich meine, mit 4 Mountain Drakes sind die einfach untötbar und ja, und wenn unser Team halt squishy ist, können wir da nichts machen. War jetzt auch nicht unbedingt my bad, dass ich da in 2 Teamkämpfen irgendwie ein bisschen gesackt habe. Das wäre sowieso so gelaufen. Ah, und das ist einfach Tank-Meta. Die beiden Tanks machen so viel Schaden, zieht euch das mal rein. Eigentlich gar kein Unterschied, bis auf das, also kein Unterschied zu den Damage-Carries. Die haben wahrscheinlich mehr Damage gemacht als der. Ja, der Estrid hat ein bisschen mehr Damage gemacht. Und die Syndra, die normalerweise richtig viel mit Flächenschaden und so ihr Damage macht, auch nicht sonderlich mehr. Ja. Leute, sagt mir, ob ihr öfter mal so Spiele sehen wollt, die ich dann halt auch verliere. Oder ob ihr eher Wins feiert. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Euer GokuDokTop. Bis dann. Ciao, ciao.